Wer Wert auf eine saubere Feldhygiene legt und Begrünungen oder Ernterückstände von Mais, Sonnenblumen oder Raps schnell der Verrottung zuführen möchte und dabei Schädlingen keinen Nährboden bieten will, arbeitet immer häufiger mit Messerwalzen. Diese Geräte benötigen dank Eigenantrieb der Walzen weniger Energie als beispielsweise Mulcher und ermöglichen zudem höhere Flächenleistungen. Der bayerische Hersteller Wallner hat ein breites Sortiment solcher Walzen im Angebot. Die Schweizer Landtechnik begleitete zwei 3-Meter-Modelle im praktischen Einsatz in abgeernteten Sonnenblumen-, Silo- und Körnermaisfeldern sowie bei der Bearbeitung einer stehenden Gründüngung vom Typ Ufa Lepa. Das Modell Double Cutting Master besteht aus zwei horizontal schneidenden Messerwalzen und zwei vertikal arbeitenden Wellscheibenwalzen, umfasst also 4 Walzeneinheiten und wird hier im Heckanbau eingesetzt. Die Tandemwalze hat 2 Walzen. Bei diesem Modell im Frontanbau eingesetzt ist die vordere Walze, Durchmesser 38 cm mit konventionellen Messern, die hintere, Durchmesser 51 cm mit den neuen gezackten und patentierten Messern bestückt, von denen man sich einen besseren Schnitt und eine intensivere Zerfaserung verspricht. Die einzelnen Messer sind 75 cm lang, können beidseitig genutzt werden und haben sich im Einsatz als verschleißresistent gezeigt. Die beiden Walzenreihen sind hintereinander gegenläufig gewendet, sodass möglichst viel Material geschnitten wird. Mit Zusatzgewichten von maximal 4x260 kg im Heck und 2x260 kg im Frontanbau kann man die Geräte auflasten und ein tieferes Eindringen erwirken. Bei der Vierfachwalze kann zudem an den beiden Messerwalzen über eine Feder manuell eine Vorspannung und so der Auflagedruck eingestellt werden. Um ein gutes Resultat zu erreichen, wird zwischen 15 und 20 km/h gefahren. Bei noch schnellerer Fahrt wird mehr Material aufgeworfen. Wallner bietet dazu dann eine Gummischutzmatte an. Im Sonnenblumenfeld zeigten die Maschinen eine reife Leistung. Selbst in den Fahrspuren des Mähdreschers wurden längsliegende Stängel gut und regelmäßig durchgeschnitten. Bei feuchten Bedingungen in diesem Silomaisfeld kam die Tandemwalze an die Grenze, während die Vierfachwalze dank vertikaler und horizontaler Arbeitsweise doch noch ein ansprechendes Resultat zeigen konnte. In der noch saftigen Gründüngung mit Alexandrinerklee, Phacelia, Sommerwicken und Guizotia hinterließ die Tandemwalze mit der Scheibenecke Carrier von Federstadt im Heck ein optimales Feld, das im kommenden Frühling vor der Zuckerrübensaat nur noch mit einer Kreiselecke bearbeitet werden muss. Im Körnermais, wo man annehmen kann, dass die Strohmatte allfällig darunterliegende Stängel noch etwas schützt, war das Material aber schön aufgefasert. Wallner bietet die Messerwalzen auch in größeren Arbeitsbreiten bis 7,20 m an. Die hohe Schlagkraft bei geringem Treibstoffbedarf sprechen für diesen Maschinentyp, die Feldbedingungen dürfen aber nicht zu feucht sein. Die Messerwalzen von Wallner gibt es ab 7.800 Schweizer Franken beim Importeur Philipp Hanhardt aus Diessenhofen.